Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Patientenakademie Digital. Und wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das viele Menschen betrifft. Es geht um das Knie, genauer gesagt um das instabile Knie. Und Knie sind ja von entscheidender Bedeutung für viele Dinge, fürs Stehen, fürs Gehen, fürs Laufen, fürs Springen, fürs Klettern, fürs Tanzen. Also die Reihenfolge ist, kann man beliebig ausweiten. Ich begrüße sehr herzlich heute einen Experten zu diesem Thema, Herrn Horst Eberhard Weichold. Herzlich willkommen, Leiter der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der Asklepios Arztkliniken und Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie. Schönen ja, Dank. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Weichold, ein instabiles Knie, was verstehen Mediziner darunter genau und wie wirkt sich das eigentlich praktisch aus? Ja, das Spezielle daran, also wie der Name sagt, es ist instabil, also irgendwas ist nicht so fest, es ist lockerer, als es sein soll und das spielt sich im Alltag so wieder, dass das Knie in jedem Moment, sobald man aufsteht, sobald man unterwegs ist, gebraucht und das Häufigste, was man merkt, ist, es tut weh. Entweder es tut weh, weil man es gerade belastet oder es tut weh, weil man es belastet hat, dass es zum Abend hin oder am nächsten Tag weh tut oder sogar, dass man beim Belasten, beim Bewegen merkt, oh, da wackelt was, ich fühle mich unwohl oder ich habe weniger Kraft. Und das kann ein Hinweis darauf sein, dass das Knie nicht richtig in der Führung läuft, wie der Knochen das so hergibt, wie die Strukturen das hergeben. Und was sind die Hauptursachen für ein instabiles Kniegelenk? Das instabile Knie ist eigentlich auf Unfälle zurückzuführen, dass man also in einer nicht physiologischen, also ungewohnten Bewegung oder Belastung das Knie überlastet, dass da also richtig ein Wegknicken passiert oder ein Sturz passiert. Das kann aus dem Gehen heraus sein, dass man in eine Kuhle tritt. Das kann auch mit höherem Schwung sein, mit Stürzen, mit aus der Mobilität heraus, mit dem Rad, mit dem Motorrad oder auch bei Verkehrsunfällen, speziell dort, dass da Verdrehmechanismen stattfinden. Es können aber auch wiederholte kleinere Belastung oder Überlastung sein, die eigentlich nicht zu einer Instabilität führen würden, aber diese Wiederholung, die kann auch dazu führen, dass ein Band nach und nach nicht mehr so fest ist und dann ein Knie, ein ganzes Gelenk in die Instabilität geht und dann Probleme macht. Ja. Und welche Form der Instabilität unterscheiden Ärzte da genau? Einmal die einfache Instabilität, also nur in eine Richtung, das heißt, es ist an der Innenseite oder an der Außenseite nicht ganz fest oder wackelt oder lässt sich etwas mehr bewegen und aufklappen. Die bekannteste Instabilität ist vielleicht dann die bei dem vorderen Kreuzbandriss, dass das Knie nach vorne und hinten instabil ist, was manchmal auch noch gut kompensiert werden kann. Und dann gibt es halt die schwierigen, die komplexen Instabilitäten, wo dann also auch Drehbewegungen, also Rotationsinstabilitäten, multidirektionale, also mehrgerichtete Instabilitäten auch noch mit erwähnt werden müssen. Und Sie haben es gesagt, die typischen Symptome, man knickt weg, man fühlt sich eben im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so. Man fühlt sich unsicher, man fühlt sich unwohl. Das kann auch einfach sein, dass man sagt, also wenn ich bestimmte Sachen mache, die ich sonst gut gekonnt habe, dann habe ich da ein Problem. Es kann ein Spaziergang im Wald sein mit wechselndem Untergrund. Mal sind es kleine Steine, mal ist es Laub, mal ist es ein Ast. Und dann sagt man, ich kann da keine Sicherheit mit dem Fuß auf den Boden bringen. Oder dass ich dann gerade in der jetzigen Zeit, wo wir heute dann wieder gesehen haben, der Schnee ist wieder leicht runtergerieselt, wenn der Boden glatt ist, dass man dazu neigt, kleinere Schritte zu machen, nicht richtig laufen zu können. Also die Schrittlänge verändert sich. Oder auch dann, dass man sagt, die Kraft fehlt mir. Also ich kann mich nicht voll anstrengen. Der Körper hat irgendwas dagegen, dass ich da meine volle Leistung erbringe. Gucken wir mal, was kann man denn so alles am Knie haben? Die Stichworte Meniskusschaden, Kreuzbandruptur, Kreuzbandriss, Knorpelschäden. Vielleicht ordnen Sie uns das ein bisschen ein. Das sind ja also die Hauptstrukturen, die jetzt erstmal das Knie aneinander bringen. Also alleine schon angefangen mit dem Oberschenkel- und Unterschenkelknochen in der bestimmten Form. Eine Doppelrolle von oben her vom Oberschenkelknochen und so mehr oder weniger zwei ebene Flächen. Einmal muldenförmig, einmal ein bisschen bucklig an dem Schienbeinkopf, also an der obersten Fläche des Unterschenkels. Die alleine haben erstmal den Kontakt und bieten eine Stabilität.
dann die ganzen drumherum stabilisierenden Faktoren. Das sind Muskeln, das sind die Sehnen, die darüber hinweglaufen als aktive Stabilisatoren und dann noch die passiven. Das sind die Bänder, zum Beispiel Kreuzband, vordere Kreuzband, hintere Kreuzband, aber auch die Kapsel und die Kapselverstärkung. Da sind multiple kleinere Bänder noch mit drin, die das auch mit stabilisieren. Und da gehört es dann genau hinzuschauen, habe ich denn nur eine einfache Instabilität oder ist da doch mehr kaputt? Ja. Also das Wunderwerk Knie, Sie haben es beschrieben und es macht wahrscheinlich Sinn, erstmal zur Ärztin, zum Arzt zu gehen. Welche Behandlungsformen, welche möglichen Therapieformen gibt es denn da so? Wichtig am Anfang der Behandlungsform ist immer erstmal erfragen, wie ist es denn passiert und wie sind die Beschwerden? Nicht nur das muss man wissen, sondern auch wie ist der Anspruch? Also bin ich nun Sportler, Leistungssportler oder sagt ich mir, der Gang zum Brötchen holen, der müsste mir reichen. Da gibt es dann natürlich verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Wenn eine Instabilität da ist, kann ich etwas konservativ behandeln, kann also mein Körper so da angelernt werden, dass die Muskulatur die Stabilität wieder herstellen kann oder die Instabilität kompensiert werden kann. Oder ist die Instabilität so groß, dass ich mit äußeren Hilfsmitteln arbeiten kann, also Orthesen anlegen, also Schienen, die beweglich eingestellt sind, die aber beim Gehen, beim Stehen und auch beim Sport zum Beispiel dann helfen? Oder geht es dann sogar so weit, dass man sagt, nein, das ist schon ein Befund, der gehört operiert. Dafür halt gerne den Spezialisten aufsuchen, nicht nur sagen, wir gehen zum Hausarzt, wir machen einmal einen MRT und im Befund steht schon alles drin, sondern tatsächlich mal genau nachschauen, ist das Knie wirklich instabil, ist es in eine Richtung instabil oder kann ich da was verbessern, um an später zu denken. Wenn ich zum Beispiel den Meniskusriss sehe, der sehr häufig ist, aber nicht immer operiert werden muss, dann gibt es da auch Untereinheiten, da würde ich sagen, das muss operiert werden, weil sonst der Knorpel leidet, eine Arthrose entsteht und wenn die Arthrose da ist, dann habe ich ein viel größeres Problem als die Instabilität, weil die nicht einfach zu behandeln ist und oft dann halt in eine große Operation in das künstliche Kniegelenk hinein. Deswegen natürlich erstmal praktisch die konservativen Methoden ausreizen, ausnutzen, bevor man so je nach Befund. Also oft heißt es erstmal physiotherapeutisch mobilisieren und kräftigen. Und wenn dann aber immer noch die Instabilität da ist, dann auf jeden Fall genauer nachgucken. Und bei manchen Befunden, die man sofort erhebt, junger Mensch, Kreuzbandriss in der heutigen Zeit, sagen wir ganz klar, die Operation ist eher anzuraten als die konservative Behandlung, wenn jemand aktiv ist, weil auch dort die Arthroserate nach mehreren Jahren sehr viel höher ist. Also es gehört operiert, selbst im Kindesalter. Also es kommt darauf an, auf den Einzelfall. Auf den Erstbefund, ja. Was stabilisiert denn so das Knie, wenn wir mal ins Detail gehen? Ja, die Anatomie, wie beschrieben, wie der Oberschenkel und der Unterschenkel zueinander stehen. Jetzt denkt man, wird auch immer so beschrieben, einmal ist es das größte Gelenk, was der menschliche Körper hat und zum anderen auch noch, es ist ja ein Scharniergelenk, ist es nicht ganz. Also es knickt nicht einfach nur ab, sondern es hat eine sehr, sehr komplexe und wahrscheinlich auch die komplexeste Bewegungs- und Stabilisierungsform von allen Gelenken, die wir im Körper haben. Es ist also ein Gelenk, was eine Rollgleitbewegung macht, wenn es gebeugt und gestreckt wird, was also auch gegen Drehbewegungen im Unterschenkel mit stabilisiert werden muss. Und dafür, gerade für das Drehen, da sind die Kreuzbänder verantwortlich, je nach Beugestellung, das vordere und hintere Kreuzband, die liegen zentral, also mittig drin im Kniegelenk. Und dann als nächstes, um den Formschluss von Oberschenkel und Unterschenkel zueinander zu haben, sind die Menisken, also so eine bindegewebigen, sagen wir mal halbmondförmigen Scheiben, die mit im Knie drin sind, dann passt das besser zueinander. Ja. Das gibt eine Stabilität. Und dann die starken Außenbänder, also an der Außenseite und an der Innenseite und viele kleinere Kapselverstärkungen, die dann als unterschiedliche Schrägbänder noch bezeichnet werden. Was kann man denn tun? Wie kann man vorbeugen, um ein instabiles Knie zu vermeiden? Also wie kann man seine Kniemuskulatur beispielsweise stärken? Ja, Kniemuskulatur, also die ganze Oberschenkelmuskulatur, es ist nicht nur das, sondern es ist vor allen Dingen, welchen Reflexstatus habe ich? Also wie kann ich denn vielleicht ein Umknicken auf unebenem Boden, wie kann ich dem entgegenwirken? Das ist einfach
aktiv sein. Mhm. Also die Muskulatur in Bewegung halten, in regelmäßiger Bewegung halten. Mhm. Genauso auch die Strukturen, die damit mit der Stabilität einhergehen, auch immer wieder beanspruchen mhm. und stärken. Also eine regelmäßige Aktivität, ein regelmäßiger Sport, wo ich aktiv bin und immer wieder darauf achten, jedes Gelenk, nicht nur das Kniegelenk, möchte gerne vollständig bewegt werden, weil darüber auch die Ernährung von allen oder von den meisten Strukturen, vor allen Dingen vom Knorpel stattfindet, ganz durchbewegen. Knorpel ist wieder ein ganz eigenes Thema. Wie kann er sich denn regenerieren oder wie kann ich einen Knorpel trainieren? Das geht ja dann auch. Und da muss man einfach am Ball bleiben. Und das regelmäßig und moderat. Extrembelastung braucht man nicht. Das sind, glaube ich, goldene Worte. Also Sport ist gut fürs Knie, aber welcher Sport? Dann können Sie da einen empfehlen oder was ist da die Lage? Man kann klar sagen, wenn man jetzt den Oberschenkel, das Knie, Sprunggelenk, wenn man da Probleme hat, schon von vornherein, dann ist natürlich ein Sport, der die Muskulatur kräftigt und das Gelenk bewegt, sehr gut. Das ist das Fahrradfahren. Das ist auch der beste Sport, zum Beispiel, wenn eine Arthrose schon vorliegt, dass man moderat in Bewegung bleibt, die Muskulatur aber schön fit bleibt, die ganzen Bänder schön ernährt sind und auch ein gewisses Regenerationspotenzial da ist. Also von daher ist das eine gute Methode, das Knie vollständig zu bewegen, die Muskulatur zu kräftigen und vor allen Dingen auch kleinere Erschütterungen oder sowas wegzulassen. Also man ist nicht wie beim Badminton-Spielen auf dem harten Boden oder so, oder beim Fußball, dass man Fremdeinwirkungen hat und da kommt dann auf einmal noch ein Gegenspieler und führt dann zu Verletzungen, Verdrehungen. Das möchte das Knie nicht so gerne. Da kann man also sagen, Fahrrad fahren und sonst moderat gehen, wandern, das ist natürlich auch etwas. Das berühmte Treppensteig, da gehen die Meinungen auseinander? Oder? Ja, die gehen auseinander. Man könnte jetzt unterscheiden, Treppe, meinen wir jetzt Treppe hoch oder Treppe runter? Genau, denn eigentlich kann man sagen, Treppe hoch, also das Bein anwinkeln und dann sein eigenes Körpergewicht nach oben stemmen aus einer nicht ganz 90 Grad Winkligkeit des Beines heraus, das ist kein Problem. Treppe runter ist wieder ganz anders, weil da eine Erschütterung mit dabei ist. Das kann für ein Knie, das Probleme hat, dann zu einer Schmerzverstärkung führen. Mhm. Also Treppe hoch könnte man sagen, ja, aber nicht unbedingt die schweren Einkaufstaschen mit dabei haben und nicht eine Kiste Wasser noch im Arm haben. Das ist wieder viel Belastung. Da ist auch das Treppe hochgehen, also nicht der ideale Belastungsfaktor. Und Treppe runter ist immer, naja, man sollte es langsam machen, gerade wenn Probleme schon da sind. Ja. Was sollte man bei Knieschmerzen auf keinen Fall tun? Vielleicht in die Hocke gehen oder? Na, die Bewegung voll auszunutzen, das ist schon ganz gut. Also der Knieschmerz, das ist wieder, wo kommt er genau her? Ist es jetzt das instabile Knie? Dann muss ich nachgucken, wie kann ich es stabilisieren? Und dann muss ich da gezielt gegen angehen, mit dem Physiotherapeuten zusammen und mit Eigenübungen. Wenn es ein Schmerz ist aufgrund von anderen Ursachen, kann ich dem auch nachgehen. Dann kann ich auch versuchen, eine Übung zu machen, die auch ein bisschen in den Schmerz hineingeht, aber nicht zu sehr. Ich möchte also den Reiz nicht überreizen, nicht nochmal verstärken. Wenn das Knie schmerzt, sollte ich eine Überlastung versuchen zu vermeiden. Also wenn ich dann zum Beispiel joggen gehe, dann lieber nicht auf ganz hartem Boden. Ich kann auch sagen, ich nehme ein anderes Schuhwerk, weichere Sohlen, keine Korksohlen, keine festen Sohlen, nicht auf Laminat, auch noch zusätzlich denn eine korkige Sohle haben. Das ist, als würde man barfuß über Beton laufen. Das ist nicht ganz gut. Das tut mehr weh. Diese Erschütterungen werden weitergegeben auf das Knie. Ja, also bewegen und belasten ja, aber ich kann versuchen, meine Muskulatur schön in Gang zu halten, damit ich dann nach und nach mich wieder erholen kann. Und wenn das Knie zu lange wehtut, dann nochmal einen Spezialisten fragen oder in die Diagnostik gehen. Wir haben viel erfahren über das instabile Knie. Vielleicht für die Zuschauer Ihr ultimativer Rat in einem Satz, wie sollte man sein Knie idealerweise behandeln? Ein Satz ist schwierig, ja, aber eigentlich, wie schon angedeutet, in Bewegung bleiben, aber moderat und regelmäßig. Regelmäßig, moderat, etwas machen, Fahrrad fahren oder laufen, wandern gehen, die Natur genießen und auf sich selbst achten. Das Knie hat eine sehr große Belastung, auch durchs eigene Körpergewicht, das zählt auch mit dazu. Und alle Strukturen wollen ernährt werden, also die Ernährung, das Körpergefühl, die Gesundheit und die Bewegung und das alles im moderaten und regelmäßigen Rhythmus. Ja. Alles rund um das instabile Knie, wie man es vermeiden kann. Vielen Dank, Herr Weichold. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, bis zur nächsten Ausgabe der Patientenakademie Digital. Vielen Dank, Herr Nitt.